Hallöchen, Popöchen und damit zurück zu Minecraft. Herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Ja, entschuldigt bitte, ich musste hier an der Stelle einen Cut machen, weil ich war sehr müde und ja. Da ich heute noch einiges vorhab, musste ich natürlich jetzt auch abbrechen. Auf jeden Fall machen wir jetzt heute mit der Bude weiter, sofern es klappt. Wie schon gestern angekündigt, ich möchte jetzt ein Haus auf Pfählen errichten oder auf einem Pfahl. Und dazu brauche ich natürlich jetzt auch jede Menge Holz. Hier ist ja vieles, viel, was man dafür verwenden könnte. Sowohl Birkenholz als auch Eichenholz. So. So. Das hat natürlich auch den Vorteil, dass da auf dem Wasser, dass da jetzt nicht so viel Gefahr ist. So. Nehme jetzt erstmal hier ganzen Setzlinge wieder. Es wird schon wieder dunkel. Ja, das Problem ist, ich habe das Spiel während der Nacht laufen lassen. Ich war zwar in Sicherheit, aber ich habe das Spiel laufen lassen. So. So, und das sieht man auch jetzt, der Mond geht auf und es wäre gar nicht so dumm, jetzt schlafen zu gehen. So, der Vorteil hierbei ist auch, du brauchst hier... jetzt nicht so sehr auf das Stöckchen craften aus zu sein, weil, wie ihr sehen könnt, werden die Stöckchen auch neben den Setzlingen gedroppt und das ist ganz gut so. Jetzt muss ich aber tatsächlich mal ins Bett. So, ich habe mir das so gedacht, dass ich jetzt hier das da drauf setze. Und dann hier einfach mich da hochbaue. So. So, das reicht dann jetzt auch erstmal, um da aufzubauen. Oder? Ja, das sieht doch schon gut aus. So, aber ich werde jetzt hier noch... So, und ich werde hier jetzt eben noch ein... So, ich muss jetzt hier schwimmen. Weil ich brauche ja noch einen Steg. Huch. Und den mache ich auch vier Blöcke breit, weil ich möchte da auch noch Zaun hinmachen. Jetzt aber erstmal hier schön das verbauen.
So. Sodele. Und ich mache hier noch zwei. Eins. Zwei. Oder vielleicht. Huch. So. Ich glaube, das dürfte reichen. Aber wir müssen es ja nicht übertreiben. Da hinten brauchen wir jetzt nichts hinzubauen. Was mir auch lieber ist. So. So. So, zack, zack. Oh, ich sehe gerade meine Axt geht bald kaputt. So. Ah, okay. So. Na. So, breiter sollte es aber nicht sein. Eine Druckplatte? Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte ja eine Treppenstufe bauen. So. Vielleicht müsste ich aber dann doch noch mal hier eine. Hey, geh weg, du blöder Tintenfisch. So.
Ah, sehr gut. So. So, das ist jetzt auch alles Neuland mit den Treppenstufen. Mit dieser Art von Treppenstufen habe ich jetzt noch nicht gebaut. Oh, Moment. Ich muss mal eben noch eine neue Axt machen. Muss man eben noch zwei neue Äxte machen. Ich brauche ja gleich auch wieder Steine. So. Ups, ei. Ist wieder ins Wasser gefallen, bin wieder baden gegangen. Aber was ich jetzt wirklich bräuchte, wäre mal ein bisschen Kohle und auch ein paar Fackeln. So, das heißt, ich muss mir jetzt auch noch mal ein paar Spitzhacken machen. Komme ich nicht drum rum. Oder ich habe eine Idee. So, so geht das doch. Sehr schön. Guck mal an. Ja. Das passt ja prima eigentlich. Jetzt muss ich nur an diesen Vorrat an Kohle rankommen. Das ist, wird sicherlich das größte Problem darstellen. Ich könnte jetzt erstmal hier die Kohle abbauen. Dann sind wir hier auf der sicheren Seite. Palle, aua. Alter, dieser Mega-Leck, der ist doch gerade total unnötig.
Eisen nehmen wir natürlich auch mit. Aber wir brauchen es. So, da oben ist auch noch Kohle. Aber da komme ich jetzt nicht so ohne weiteres ran. Da ist auch noch Eisen. Oh, hier ist noch ein Hohlraum. Oh. So, Dille. Hier können wir uns jetzt auch direkt Fackeln machen. Machen wir mal direkt, haben wir jetzt direkt mal ein paar mehr Fackeln gemacht, weil man kann ja nicht genug Fackeln brauchen. So oft, wie man in den Untergrund geht. Ah ja, hier ist Kohle. Sehr schön. So. Da ein bisschen von dem Gestein nehmen wir auch noch mit. Aber man kann ja eigentlich nicht genug Gesteine brauchen. Das Andesit ist so, kann man auch zum Bauen verwenden, aber ich nutze es jetzt nicht. Jetzt nicht. Also ich finde Andesit eigentlich ganz unnütz. Andesit ist eigentlich aus meiner Sicht recht unnütz. Ja gut, man kann damit verzieren, aber ob das so schön ist, weiß ich nicht. So, ich baue mir mal eine Treppe rauf. Oder ich baue mich einfach mit den Cobblestones nach oben.
Oder? Nee, da ist nichts. Muss er, glaube ich, sowieso jetzt gerade ins Bett, weil es schon wieder dunkel wird. Ups, falsche Sparte der Höhle. Ich wollte doch da oben hin. Aua. So. Na, guck mal an. So, ups. So. Ach, come on. So, ah, hier ist Kohle. Da hinten auch. Dann bauen wir die mal ab. Gucken wir mal hier rein. Oh, hier geht's ja auch schon tief runter. Sehr schön. Ah, hier ist Andesit. Ja, Diorit. Auch nur zum Verzieren geeignet. Also einen wirklichen Sinn hat das nicht. So. So. Bauen wir uns mal einen Weg nach unten. So. Ah, und hier geht es ja auch noch lang. Okay. Da bauen wir uns jetzt gleich hin. Jetzt necken wir uns erstmal das Eisen weg. Hallo? Oh, Scheiße. So. Nicht darunter fallen. Ah, Scheiße.
So, war es das jetzt mit Eisen oder ist da noch irgendwo was? Ich glaube, das eine Eisen, das ist da runtergefallen. Das ist jetzt, glaube ich, in den Tiefen der Höhle verschwunden. Und da ich jetzt noch nicht so gut equipped bin, werde ich das jetzt auch mal eben, werde ich da jetzt auch kein Risiko eingehen. Kriege auch jede Menge Erfahrung. Allein dadurch, dass ich hier die Kohle abbaue. Ja, guck mal, hier ist auch noch. Ups. Hey. Ist natürlich jetzt doof. Weil ich wollte jetzt eigentlich schlafen gehen. So, jetzt gucke ich mal, ob ich mir die Kohle da wegsnacken kann. Autsch. Ach Gott. Man muss sich nur zu helfen wissen. So, erstmal hier noch, muss hier nochmal eben kurz Gestein wegnehmen. So, weil ich habe jetzt hier versehentlich das hier abgebaut. Das wollte ich nicht. So. Da oben ist Eisen, das ist natürlich jetzt blöd.
So. Da unten in der Höhle ist es sehr dunkel. Und da stehen noch die Zombies. Ich möchte das nicht riskieren. Ich gehe jetzt erstmal wieder zurück. Oh, hier ist ja noch Kohle. So, hier sind noch, hier ist noch Kohle. Ja. So, gleich gibt's Mittagessen. Lachs mit Spinat. Boah. Doch wirklich nicht, ey. So. Ach Mann, ey. Was ist das denn? So. Jetzt bin ich schon wieder auf die Windows-Taste gekommen. So, ein Stack von 64 Stück Kohle haben wir schon. So. Das ist doch schön. Oh. Na schade. Aber man gut, man kann nicht alles haben. So, 64. Oh, da, so, das sind ja genug Fackeln jetzt. 64 und 7, das geht. Einundsiebzig Fackeln, das ist gut. Guck jetzt nochmal hier in dem Umkreis. Aber hier hätte ich ja auch bauen können. Aber man kann ja nicht alles haben. Gut, das war's dann jetzt auch mit Minecraft. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zugucken. Und wir sehen uns dann bald wieder mit einer weiteren Folge. Bleibt dran. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis bald.